Sex wurde im 20. Jahrhundert in Europa sehr wichtig. Wichtiger als Religion und fast so wichtig wie Geld. Und alle wollten miteinander auf die unterschiedlichsten Arten schlafen. Und manche Männer rieben sich ihr Glied mit Kokain rein, damit die Erektion länger anhielt, auch wenn Kokain natürlich in jeder Hinsicht verboten war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Filmszenen, in denen die Helden miteinander schliefen, was bislang als unangebracht betrachtet worden war. Da noch viele Menschen an den Herrgott glaubten und den Geschlechtsverkehr zeigte man in der Regel nur durch Aufnahme des Bettes oder der Uhr oder des Himmels oder indem es auf einmal dunkel wurde. Und die Frauen wollten ständig einen Orgasmus haben und die Männer machte das nervös und sie hatten Erektionsprobleme und nahmen verschiedene Aphrodisiaka und machten eine Psychoanalyse, damit sie erfuhren, woran es lag, ob sie nicht sogar in der Kindheit ein Trauma erlitten hatten, von dem sie nichts wussten. Die Psychoanalyse erfand im Jahr 1900 ein Wiener Neurologe, der seelische Vorgänge untersuchen und Personen mittels Unterbewusstsein analysieren wollte. Und er meinte, dass jede Neurose und Hysterie und so weiter ein Symptom für sexuelle Traumata in der Kindheit sei. Und er ersann dafür neue Methoden und Begriffe wie Lustprinzip und Freisetzung und Triebkontrolle, Ich über Ich, Libido und Komplex, der entweder kastrationsbedingt oder ödipal sein konnte. Und im Jahr 1938 floh er vor den Nazis nach London und vier seiner Schwestern starben in Konzentrationslagern. Und wenn der Patient erfuhr, warum er gedrückt und neurotisch war, ging es ihm gleich besser, da dies völlig normal war. Die Kommunisten sagten, dass die Menschen in einer kommunistischen Gesellschaft keinen Sex nötig hätten, denn die größte Freude solle der Mensch aus getaner Arbeit schöpfen. Während im Kapitalismus die Leute keine Freude an ihrer Arbeit verspürten, weil sie ausgebeutet würden und zu verschiedenen Ersatzhandlungen greifen müssten. Und sie sagten, dass ohne Klassenbewusstsein der Sex keine Befriedigung bringe, selbst wenn man ihn unendlich lange praktiziere. Die Kommunisten befürchteten, wenn erst die Menschen zur Psychoanalyse gingen und sich von verschiedenen Ersatzhandlungen verführen ließe, würde dies den Zusammenhalt des sozialistischen Lagers gefährden und sie wollten nicht, dass die Leute anstößige Bücher lasen und bunte Kleider trugen und ausgefallene Frisuren und Kaugummi kauten und so weiter und so weiter. Kaugummi erfand ein amerikanischer Apotheker und in Europa begann man 1903 ihn zu verkaufen, aber er verbreitete sich vor allem in den 50er und 60er Jahren. Es kauten ihn meist junge Leute, die damit ihre Einstellung zur Gesellschaft bekundeten und auch keine Plomben im Mund hatten. Mit der Industriegesellschaft breitete sich in Europa und Amerika auch der Alkoholismus zunehmend aus und viele Leute waren der Meinung, dass Alkohol die Geißel der Menschheit sei und die Gesellschaft in ihrer natürlichen Entwicklung hemme. Und die Amerikaner kamen zu dem Schluss, dass der Alkoholismus ein typisches Leiden der europäischen Gesellschaft sei und nach Amerika sei er vor allem durch Iren und Italiener gelangt. Und manche Amerikaner forderten, dass in diesem Sinne Untersuchungen stattfinden sollten und Iren und Italiener künftig nicht ohne vorheriges psychiatrisches und soziales Attest in die Vereinigten Staaten eingelassen würden. Und im Jahr 1919 verbot die amerikanische Regierung den Verkauf und Genuss von Alkohol und im Jahr 1921 wurden Zuwanderquoten verlautbar, die eine Zuwanderung von Iren und Italienern um 85% einschränkten. Und die Amerikaner waren stolz darauf, dass es in den Vereinigten Staaten möglich sei, ein gesundes und vollwertiges Leben zu führen, während in Europa die Leute Alkohol tranken und verpestete Luft atmeten.